Hallo, ich sitze in der Küche und versuche gerade hier die Reflexion aus meiner Brille richtig rauszukriegen, aber es klappt eh nicht, also was soll's, ich esse was. Und wie man vielleicht sich denken kann, wer ganz intensiv meine tollen Essensvideos kennt, egal, der weiß, wenn das iPad zum Einsatz kommt, dann ist es meistens nichts, das größer mit Messer und Gabel gegessen wird, sondern eher ein Burger. Und tatsächlich, es ist ein Burger. Hui! Ein Rustlers Flame Grilled Quarter Pounder mit Cheese und die Signatursoße steht. Signatursoße. Ich habe den gekauft heute in einem glorreichen Penny. Diese Reflexion ist echt gut. Das wird eigentlich reflektiert. Egal. Also in einem glorreichen Penny. Und in diesem Penny kostet 2 Euro. Es ist ein Quarter Pounder, heißt eigentlich ja 190 Gramm in dem Fall. Und ja, gucken wir mal. Burger. Mal wieder probieren. Interessant ist, Flame Grilled Irish Beef, oben extra aufgeklebt. Schön, hält ungefähr 2 Wochen im Kühlschrank, steht hier. Also nicht aus der Gefriertruhe. Kann Mikrowellen tauglich. Gut. Was steht hier noch drauf? Oi, bei 800 Watt 110 Sekunden. Das ist verdammt wenig. Waren die anderen Burger denn immer viel länger? Also gut, 2 gegrilltes Rindfleisch, Patty aus Rinderhacksfleischstücke mit Sojaprotein, einem Sesambrötchen mit einer Schmelzkäsescheibe und einem Portionsbeutel Rustlers Soße. Wer auch immer Rustlers eigentlich ist. Oh, irgendwas Englisches. Irgendwas Britisches, besser gesagt. Interessant. Kalorien. Huch, 266 pro 100. Geht noch. Ganz toll. Qualität, alles super. Vor dem Verkehr du gut durcherhitzen. Überraschung. Patty und Brötchen aus der Verpackung nehmen. In die Mikrowelle da mitten auf höchster Stufe genießen. Also voraus so. Schmelzkäse und Soße drauf und dann genießen. Moment, man soll also zuerst hitzen. In die Mikrowelle damit und auf höchster Stufe erhitzen. Schmelzkäse und Soße drauf und dann genießen. Also hinterher drauf. Hier sieht man es ein bisschen jetzt schon Schmelz. Also, tatsächlich. Ja, wird ein bisschen komplizierter werden. Aber gut, schauen wir mal. Also Patty mit Rindfleisch, bla 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 bla. Egal. Also, dann wollen wir mal experimentieren, das so, wie es die Anleitung so will. Also, hier mache ich ganz elegant auf. Öffne diesen Burger. Hier haben wir einen Burger. Der ist, wie man sieht, doch ganz schön groß. Und hier mit einem Patty drauf, whoops. Hier eine Schmelzkäsescheibe, die sieht relativ Standard aus. Und hier diese fantastische, wie nennen Sie das? Oh, hoppla, ich verstreue hier ein bisschen Sesam. Die Rustlers-Soße, ein Portionsbeutel. Ist es natürlich, finde ich, irgendwie ein bisschen sub. In der Abbildung haben wir noch eine Tomate und Salat und wie üblich. Was ich lustig finde, wie pimpen, ein Top-Tipp. Das Brötchen toasten. Und dann noch in die Mikrowelle oder was? Klingt für mich unlogisch. Und auf der Webseite finden wir Rezepte und Tipps, die dann heißen, wahrscheinlich packen Käse drauf, Quatsch, packen Salat drauf, packen eine Tomate drauf. Wie auch immer, wir tun das jetzt rein. 110 Sekunden bei 800 Watt. Ich mache wie üblich immer ein bisschen mehr, weil kann nicht wehtun. Von kühl werden tut es alleine wieder. So. Rein damit. Naja, gut, Deckel mache ich keinen. Wir hat 900, glaube ich. Egal, volle Leistung. Knapp, machen wir 2 Minuten. Tut nicht weh. Zu viel. Egal, gut. Und dabei mache ich üblich Milch. Milch ist wichtig. Vanille Milcho. Lecker. Da habe ich ja gar nicht viel Zeit zu überbrücken heute. Das ist ja Wahnsinn. Also ich bin skeptisch, ob der wirklich richtig heiß ist. Wir werden es sehen. Zur Not kommt er halt mit Käse und lecker Soße nochmal ins in die Mikro. In die Mikro. Wobei mir gerade auffällt, warte mal, interessant.
Huch, da steht auch gar keine andere Zubereitung außer Mikrowelle. Das habe ich glaube ich auch noch nicht oft gesehen. Normalerweise heißt es immer, ja, im Ofen ging es schon auch. Ja, wie immer. Umrühren. Milch, Milch, immer gut. Und dann brauche ich noch eine Schere, um dann die Soße aufzuschnippeln. Das ist sicher nicht verkehrt. Weil aufreißen wird damit wohl kaum funktionieren. So, dann wollen wir mal. Ich bereite schon mal vor mich vorsichtig Käse auf. Käsen, wenn ich es hier schaffen sollte. Hoffentlich ohne zu viel Trennschmerzen. Hier habe ich schon einen Einriss. Dampfkäse. Oh no. Oh Gott. Ah ja. Erfolgreich ange. Der ist relativ dünn, dieser Schmelzkäse. Finde ich jetzt ein bisschen erstaunlich. Ups, und schon habe ich ihn angerissen. Sehr gut. Das wird ein bisschen. Oh Gott, der zerfällt ja schier. Also, das ist ein sehr dünner, wirklich. Und damit auch nicht sehr stabiler fucking Scheiß Schmelzkäse. Also, das ist ein Witz. Oh. Schnell. Hier haben wir nochmal die Soße. So. Lange ich mal rauf, mache einen Fingertest. Oh, Brötchen ist heiß, große Überraschung. Aber insofern ganz gut, weil das Problem an Mikrowellenburgern ist immer, dass man sie kaum anfassen kann. Oh, vielleicht war noch ein Besteck. So, oh, Brötchen drunter. So, so schaut es jetzt aus hier. Soße über oder unter dem Käse eigentlich? Oh, über dem Käse. So, hier das Problem, dieses Schmelzblatt, Käseblatt zerfällt. Naja, das einigermaßen schadlos abzutrennen, ohne dass es komplett in... Also das ist eine schlechte Qualität. Das sollte so nicht passieren. Das heißt aber wahrscheinlich, dass es auch tatsächlich noch relativ gut schmilzt, obwohl es halt nicht in der Mikro war. Also es sieht auch nicht schön. Das ist auch ein bisschen zu klein für dieses Patty, finde ich, dieses Käse. So, dann wollen wir schnell hier vorsichtig Soße aufschneiden, damit ich nicht zu sehr sauer... Oh, ich habe die Tischdecke vergessen. Das ist natürlich dumm. So, und drauf damit. Splupp. Die sieht... Ein Geschmackstest. Oh. Schmeckt fast ein bisschen so wie eine süß-sauer von McDonald's. Also relativ nah dran, ein bisschen würziger. Dann muss ich dann doch noch mal zulangen und mir die Soße ein bisschen glatt streichen. Das geht mit dem Finger eher schlecht, wenn es so warm ist. Finde ich so. So, hier zur Ansicht. So sieht der fertig servierte Patty, Burger. So. Also sieht insgesamt, ups, dann wischen wir die Soße hier oben ab. Messer wieder schön sauber. Hab schon unsexiere Burger zusammengestopft. La! Heiß. Heiß, verdammt. Au! Der Deckel geht, unten ist verdammt heiß. Also muss ich leider wieder verkehrt rum beißen. Tue aber fürs Foto so, als ob ich... Ha. Das ist echt... Na ja, gut, 30 Sekunden stehen lassen ist ja auch... war jetzt noch wohl ein bisschen mehr. Vielleicht hätte man dann... der Teller ist heiß. Gut, wäre vielleicht gut gewesen, von der Unterlage zu lösen vorher. Ich habe halt schon lange keinen Burger mehr gemacht. Ne? So, jetzt probieren wir es. Müsste fast gehen. So. Also, warm genug ist es tatsächlich. Könnte vielleicht ein Ticken wärmer sein, aber passt schon. Dieses Rindfleisch schmeckt so ein bisschen wie die meisten Rindfleisch-Patties, die ich in die Lidl-Burger zum Beispiel hatte. Aber ist natürlich schon eine Langeweile her. Spontan würde ich sagen, ein bisschen natürlicher, ein bisschen weniger gummig. Interessant. Die Soße, muss ich zugeben, habe ich bisher noch kaum bemerkt. Also bisher muss ich die Soße so nehmen. So, der Käse ist
Gerade ein bisschen Käse, passt schon. Ja, der Käse ist schon einigermaßen noch verschmolzen jetzt, wenn ich es mir so anschaue. Vielleicht sieht man es ein bisschen hier. Ja. Ja, ist ganz. Eigentlich ganz, ganz bekömmlich. Aber. Ich weiß nicht, ob das eine Penny-eigene Marke ist. Es sieht fast nicht so aus. Ich habe die noch nie irgendwo anders gesehen. Wobei das natürlich ich hier in Mering eine eher Limit. Oh, man sieht, dass ich hier gerade die Soße rausspritze. Aber jetzt hat es mal geschmeckt. Ja, ist echt erstaunlich fluchtig. In Mering eine limitierte Auswahl in Supermärkten habe. Also mag schon sein, dass ein großer Real oder was er sich so auch hat, aber bei uns hier im Penny. Also mengenmäßig kann man eigentlich auch nicht wirklich nörgeln, finde ich. Aber ich muss sagen, ich finde ihn jetzt tatsächlich gar nicht schlecht. Den kann man essen. Will ich ihn nochmal essen so schnell wieder? Weiß ich nicht. Aber so vom Essgefühl her wirkt er tatsächlich erstaunlich mehr frisch. Sag mal, kann man fast schon frisch sagen. Also nicht zu gemikrowellt. Also, dass seine die Soße zum Selbstauftragen beiliegt, ist eigentlich auch eine interessante Variante. Ja, beim Käse, der Käse nach wie vor, der ist ein bisschen geringfügig und halt dadurch, dass er so dünn ist, ich habe es nicht sauber auftragen können. Aber, ja, ich muss sagen, geht schon. Wie man sieht, ich esse auch schon relativ lang dran. Okay, jetzt wird die Semmel nach das Abkühlen wieder ein bisschen langsam ein bisschen härter, also weniger brabbeln, schneller essen ist sicher kein Nachteil. Das heißt ja auch Fast Food, logisch. Eigentlich erstaunlich, dass so eine Semmel durch Mikrowellen so sich verfestigt. Aber auch nur teilweise. Dieses Eck hier vor allem, dieses ist fies. Fühlt sich ganz hart an. Der Rest geht schon. Ja, wie auch immer. Also, 2 Euro. Nochmal, dieser Burger. 2 Euro. 190 Gramm. Und ich muss sagen, von dir einer der besseren Burger. Nicht sensationell, aber bekömmlich. Und er geht auch recht schnell, wirklich. Also 2 Minuten ist echt wenig. Aber warm. Kann nur sagen, ja, hat der Penny auch mal was Gutes. Ich erinnere mich vage an die Weißwurst im Teig, das war die bayerische. Boah, die war nicht so toll. Jedenfalls, das ist gut. Ich finde es okay. Und sage jetzt, bis zum nächsten spannenden Video mit was auch immer. Mir hat es geschmeckt. Kann ich wirklich sagen, bis dann. Tschüss.